dieser Gäste, es ist soweit. 1939, der Reitstuhl Lindenhof ist, der Reitstall Lindenhof ist hier vor Ort und präsentiert Ihnen nunmehr Ihr besonderes Showprogramm. Tut uns leid für die etwa halbstündige Verspätung, aber besondere architektonische Bestimmungen haben geboten, dass wir den Parcours für das folgende Zweikampfspringen bereits jetzt in diesen Minuten aufgebaut haben für Sie. Aber nunmehr, der Höhepunkt vorläufig, der Reitstall Lindenhof für Sie zu Gast, meine Damen und Herren, er ist aus Niedernberg ansässig und er präsentiert uns heute Abend seine Darbietung hier anlässlich der Großostrahm Classics 2017. Ja, es sind insgesamt knapp 60 Reitschüler und Reitschülerinnen, die der Reitstall Lindenhof zu uns hier mitgebracht hat. Und es gibt eine Oberaufseherin, das ist die Diana. Die Diana, sie ist zugleich natürlich auch die Chefin, die Unternehmenschefin dieses Unternehmens. Und sie wird uns zusammen mit mir und vielleicht auch ihrem Mann ein ganz bravourös durch dieses kleine Showprogramm führen. Der Reitstall Lindenhof, meine Damen und Herren, aus Niedernberg, der ist ein, an und für sich ein landschaftlicher Meisterbetrieb. Und zugleich engagiert er sich ganz besonders für die reitsportspezifische Entwicklung für die Reitschülerinnen und Schüler in diesem Reitstall Lindenhof. Eingeschlossen ist an den Lindenhof natürlich die Reitschule, darüber hinaus auch ein Erlebnisbauernhof. Ja, meine Damen und Herren, wir sehen nun die alle Aspiranten hier für Sie einreitend hier in dieses, auf den großen Spielplatz des Reitenfahrvereins Groß-Ostheim. Das sind wie gesagt alle ca. 50 bis 60 Schülerinnen. Und wir, meine Damen und Herren, wir meinen, das ist erstmal einen ganz besonderen Applaus wert für den Reitstuhl Lindenhof. Sie können sich alle vorstellen, die jungen Aspirantinnen und Aspiranten, sie haben besonders viel geübt in den letzten Wochen und Monaten, um hier heute am 27. Mai im Rahmen der Groß-Ostheim Classics, und das ist sicherlich einer der Höhepunkte in deren Jahresprogramm, damit sie hier entsprechend vorbereitet sind. Alle festlich geschmückt. Schauen Sie sich das an hier, die Kleinsten der Kleinen, alle brillant herausgeputzt anlässlich der Groß-Ostheim Classics 2017, während der Präsentation des Reitstalles Lindenhof. Sie sehen jetzt, wie wir bei uns täglich arbeiten. Ich werde jetzt Ihre Blicke auf verschiedene Punkte lenken und wir beginnen mitten auf dem Platz mit dem gefleckten Pferd. Ihr könnt mal mit dem Schicolo winken. Winkt ihr mal in die Zuschauer. So beginnen bei uns die ganz Kleinen. In der Gruppe Spiel, Sport, Spaß. Immer zwei Kinder zusammen am Pferd. Einer führt, einer reitet. Und wie das Wort schon sagt, es geht um Spaß, um Spielen. Das Ziel ist, sich gut mitbewegen zu können und Vertrauen zum Pferd zu bekommen. Die nächste Stufe heißt dann spielend reiten lernen. Jetzt geht es los, dass die Schüler die Zügel aufnehmen und lenken, anhalten, schneller reiten gezeigt bekommen. Das demonstrieren wir hier mit dem Gringo. Saskia, winkt ihr mal? Das ist der Checker, der große Checker. Auch hier werden die Reitschüler noch geführt. Also Saskia, zeigt mal, wie ihr die Zügel aufnehmt und dann auch trabt, leichter Sitz und leicht traben. Also verschiedene Sitzvarianten. Wenn die Kinder in der Spiel-Reiten-Lernstunde
so weit sind, dass sie ihr Pferd auf einem kleinen Platz alleine reiten können, geht es weiter in die freie Reitstunde. Hier demonstriert in der Reihe, in der Abteilung. Das sind unsere jungen Helfer. Die Reitschüler engagieren sich auch bei uns auf dem Hof. Und für sie ist es heute der erste Auftritt. Am Anfang reitet man immer hintereinander her, weil das ist zunächst leichter. Die Pferde werden durch den Herdentrieb mitgezogen und bekommen Vertrauen, wenn am Anfang ein sicheres Führpferd ist. Und dann sehen Sie jetzt noch im freien Reiten drei fortgeschrittene Reitschüler, die zeigen, wie es dann weitergeht, wie man Dressur reitet und wie man auch springt. Die drei freien Reiter sind unsere Kinder und die arbeiten auch schon kräftig mit in unserem Betrieb, sind also arbeitstechnisch und reittechnisch fest eingebunden. Ich bin mir sicher, dass alle großen Sportler, die Sie heute noch im Großen Ostheim sehen werden oder schon gesehen haben, alle in dieser Art und Weise angefangen haben. Und bestimmt erinnern sich diese großen Reiter auch noch gerne an diese Zeit zurück. Es ist eine Zeit voller Freundschaften und Aktionen mit dem Pferd zusammen, bis es dann eventuell mal in den großen Sport geht. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, mit welcher Eleganz und Harmonie auch die jungen Reitschülerinnen hier bereits die Grundgangarten des Reitens beherrschen. Ob Schritt, ob Trab, ob Galopp, alles sieht fantastisch aus. Alle miteinander farblich abgestimmt sind türkis. Die jungen Aspiranten der Zukunft. Jana, wir haben ja alle Altersgruppen vertreten in dieser Präsentation, ja. Ja, das ist, die Kinder sind jetzt von 4 bis, unsere Tochter, die ist jetzt die Älteste mit 22, hier mit der Fuchsstute auf Kandara. Von 4 bis 22, also Jugendliche noch. Wir haben natürlich auch Reitsport für alle Altersklassen. Also auch die älteren Herrschaften können bei uns Reiten lernen oder auch Alterswissen wieder auffrischen. So, ich denke, ihr könnt jetzt langsam zum Ende kommen. Bestimmt sind die Zuschauer schon auf den nächsten Programmpunkt gespannt. Einen Sprung wollen wir noch sehen, sagt der Chef. Meine Damen und Herren, das sei nochmal erwähnt. Der Schwerpunkt des Reitstalls Lindenhof liegt sicherlich in der Reitschule, ob Anfänger, ob Fortgeschrittene, ob Jung und Alt. Für alle und für jedermann wird hier das entsprechende Ausbildungsprogramm geboren. Und viele Ausbildungsmethoden auf gut ausgebildeten Schulpferden, sie gehören hier selbstverständlich zum Repertoire des Reitstalls Lindenhof. Also, Sie sehen, wie klein, in Anführungsstrichen, jetzt der Sprung war. Für uns ist es schon gut. Natürlich, wenn man die Groß-Ostheimer Verhältnisse hier im Spitzensport sieht, ist das nur eine Mini-Kleinigkeit. Aber trotzdem, wir sind zufrieden, wie jetzt unsere Jugend auch schon springen kann. So, jetzt warten wir auf den nächsten Programmpunkt. Wie ist das, Diana, während des Ausbildungsbetriebes betreut jede junge Reiterin, jeder junge Reiter sein eigenes Pferd oder wechseln Sie im Laufe der Ausbildung die Pferde durch?
Ja, also bei uns ist so, alle teilnehmenden Reitschüler haben kein eigenes Pferd. Also die Pferde sind in unserem Besitz und viele Kinder teilen sich ein Pferd. Deswegen haben wir heute auch so viele Zuschauer, Fußgänger dabei, Entschuldigung. Also es wollen ja viel mehr mitmachen, wie wir Pferde haben. Also muss man sich immer was überlegen, wie man alle gut integrieren kann. Und deswegen auch die Fußgänger. Aber Sie werden sehen, die zeigen auch tolle Sachen. Ja. Wo treten die Schüler und Schülerinnen in der Regel auf? Sind sie in der Regel hier im Aschaffenburger Raum tätig oder auch überregional sicherlich? Also wir nehmen an kleinen Wettkämpfen teil, bis zur Klasse A. Auf Reitturnieren, wie sie es auch hier jetzt in Großostern stattfinden, nur ganz kleine. Und lassen uns auch gerne zu solchen Veranstaltungen buchen. Also wenn wir irgendwo reiten dürfen, wir kommen gerne. Ja, und das sehen wir heute Abend bei uns hier in Großostheim, ne, Damen und Herren. Ich glaube, wir kommen bereits zur zweiten Vorstellung. Das ist die Samstags-Voltis-Präsentation auf dem Einrad. Ihr Applaus, meine Damen und Herren, für die jungen Reitschülerinnen und Reitschüler. Das ist natürlich jetzt hier für die Einradaspiranten eine ganz besondere Herausforderung, über den Zweikampfspringparcours hier mit den Ponys auf dem Einrad herumzujonglieren. Das war aber sich nicht so vorgesehen. Eigentlich sollten sie die gesamte Fläche zur Verfügung gestellt bekommen, aber nunmehr besondere Herausforderung, quasi schon an die Anforderungen großer Springturniere angemessen und angepasst. Das Ganze natürlich immer untermalt mit fetziger und rockiger Musik, damit geht alles einfacher und sieht noch viel, viel professioneller aus. Also die Kinder in den Zirkusgefühlen, das ist unsere Samstags-Voltigiergruppe. Die Kinder sind zwischen 4 und 8 Jahren und sie haben sich dieses Mal das Thema Zirkus ausgedacht. Das Pferd ist der Rodney, ein ganz erfahrenes Pferd, der schon 25 Jahre alt ist und in der Reitschule, an der Kutsche und auch im Lungenunterricht geht. Die Samstagsvoltigierer werden jetzt Grundübungen im Galopp zeigen. Dann haben wir noch, passend zu dem Thema Zirkus, unsere Einradfahrer mit den Ponys Blitz und Donner. Und wenn Sie mal probiert haben, Einrad zu fahren, dann wissen Sie, wie lange es braucht, um das alleine zu lernen. Dann muss das Pferd lernen, an der langen Leine zu gehen, an den Langzügel nennt man das. Und dann muss man das beides noch zusammenbringen. Es ist wirklich richtig schwer. Haben wir denn den Kathi oder den Phil hier aktuell mal für uns hier zur Moderation? Kathi oder den Phil? Also. Ah, hier ist der Phil. Guten Abend, ich bin der Matthias, grüß dich. Servus, du bist der Chefaufseher von Reichstall Lindenhof, habe ich gerade gelesen. Zumindest für diese Prüfung für heute. Sag mal, das sieht ja wirklich super aus. Habt ihr den ganzen Tag schon dafür geübt oder macht ihr das so locker aus der Hand raus? Okay, aber habt trotzdem auch noch heute Morgen noch mal eine kleine Generalprobe gehabt? Ja. Okay, und macht Spaß, auch das Training macht Spaß, gell? Und insbesondere natürlich dann die eigentlichen professionellen Vorführungen, oder? Okay, prima. Das war der Film, meine Damen und Herren. Er ist der Oberaufseher für diese Samstags-Voltis- und Einradprüfung. Ihr Applaus, meine Damen und Herren, für den Film. Das ist Great Action hier, Großostern-Klassik, der Reitstall Lindenhof. Thank you.
Wir sind nach wie vor in dieser Samstags-Rolltis-Präsentation mit dem Einrad. Also der Moderator hat vorhin erzählt, ich wäre hier die Oberchefin. Also das muss ich jetzt nochmal richtig stellen. Das ist so, dass ganz, ganz viele bei uns mitwirken. Die Mitarbeiter, aber auch viele ehrenamtliche Kräfte und vor allen Dingen Jugendliche. Und alle bringen ihre Ideen ein. Und wir hatten tatsächlich zwei Oberaufseher. Einmal den Phil, den Sie jetzt gerade gehört haben, und noch die Kathi. Das sind zwei junge Menschen, 14 Jahre alt, die schon richtig gut den Ton angeben können. Und dann habe ich mir gedacht, die ziehe ich mir gleich mal so ran, dass sie hier auch die Verantwortung übernehmen. Und das funktioniert prima. Also bei uns lernen die Kinder außer dem Reitsport natürlich auch noch viel fürs Leben. Selbstbewusstsein, Ideen umsetzen, Ziele angehen. Das gehört alles dazu. Haben Sie gesehen, meine Damen und Herren, wie die junge Dame hier in Türkis, wie die schon perfekt ausgesessen ist hier während des Jahres? Das muss man in diesem Alter erstmal hinbekommen. Dieser Erlebnisbauernhof, er präsentiert während des ganzen Jahres Kindergeburtstage, Jugendgeburtstage, auch vielerlei private Feiern, Putschfahrten und vieles mehr. Und all das vervollständigt quasi das einzigartige und in unserer Region so vorbildliche Programm und das Auftreten des Reitstalles Lindenhof. Erlebnisbauernhof und Reitstall.